Ja, viele Grüße aus dem Landtag hier in Schwerin. Ich komme gerade aus der Plenardebatte. Wir haben als AfD einen Gesetzentwurf eingebracht. Wir wollten die Elementarbildung stärken, insbesondere im Lesen, Schreiben und Rechnen. Es ist uns nicht gelungen. Die anderen Fraktionen haben das abgelehnt. Es ist schade, weil dort dringend Handlungsbedarf geboten ist. Im Schulgesetz stehen Dinge wie Geschlechtertoleranz und Geschlechtervielfalt, aber diese Dinge, die elementaren Dinge, stehen dort leider nicht drin. Und ja, ich zeige euch das mal, dass es tatsächlich falsche Prioritäten auch gibt dort im Schulgesetz, was dort für Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte rausgegeben werden. Da geht es tatsächlich um die sexuelle Bildung und Erziehung. Und das ist eine offizielle Handreichung des Bildungsministeriums an die Lehrer, an die Grundschullehrer für 10-Jährige. Und man kann es kaum glauben, was da so für Unterrichtsinhalte angeboten werden. Da sollen die Kinder quasi modern, progressiv erzogen werden. Wir als AfD haben da einen anderen Ansatz, dass wir tatsächlich uns den elementaren Dingen widmen sollten, dem Lesen, Schreiben und Rechnen. Es ist uns diesmal nicht gelungen, aber wir bleiben dabei. Wir werden das Thema weiter in der Plenardebatte aufgreifen und so einfach lassen wir sie nicht davonkommen.